Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fußballkollegen, vielen Dank für die Einladung. Ich vertrete hier heute den Vorstand des Hamburger Sportvereins, der heute leider nicht anwesend sein kann. Die Herren drücken gerade unserer Mannschaft in Leverkusen die Daumen und bringen hoffentlich 3 Punkte mit. Wir können sie gut gebrauchen. Trotzdem wollten wir natürlich als HSV unbedingt hier heute vertreten sein und eben auch zeigen, dass auch der HSV für Weltoffenheit und Toleranz und für ihre Sache eben eintritt. Wir halten ihr Thema, ihr Anliegen für ein wichtiges Thema in einer Zeit, in der die Gesellschaft schon viel, viel weiter ist als der Fußball, in dem die Familien schon viel, viel offener sind. Ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Familie berichten. Da haben sich kürzlich 2 Neffen von mir geoutet. Ja, und das Einzige, was wir gesagt haben, war, wurde auch Zeit. Ja. Weil sie es eh schon alle gedacht haben und es für die Familienmitglieder einfach kein Problem war. Leider ist es im Fußball immer noch ein Problem. Ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, ich würde Haus und Hof darauf verwetten, dass ich auch mit schwulen Fußballern zusammengespielt habe, ohne es zu wissen. Ja, und es macht mich leider traurig, dass sie sich eben nicht zu dem bekennen konnten, was sie eben sind. Und hoffe aber, dass es in Zukunft eben, dass diese Mauer eben auch fallen wird. Ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit und früher oder später wird es passieren, wird sich ein Spieler outen. Und dann werden alle sich mit dem Thema auseinandersetzen, ob sie nun wollen oder nicht. Und ich hoffe, dass es dann zur Folge hat, dass alle mit diesem Thema eben offen umgehen und es irgendwann völlig normal ist, dass man mit schwulen Fußballern zusammenspielt. Es genauso normal ist, als wenn einer Muslim ist oder Christ, völlig egal. Und ja, bis zu diesem Tag ist es wichtig, dass Sie eben dafür einstehen, dass Sie solche Aktionen machen wie diese heute. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude bei Ihrem Turnier. Und dieses Turnier hat einen würdigen Sieger hervorgebracht. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen in Ihrem weiteren Kampf und Streben nach Offenheit und dass sich die Gesellschaft öffnet viel Erfolg. Und möchte Ihnen auch nochmal sagen, dass der HSV an Ihrer Seite steht und Sie dabei unterstützt. Vielen Dank.